Moin, Felix Eckert hier. Und ich wollte euch mal zeigen, weil ihr gefragt habt, was nimmst du denn für Material mit, wenn du nach Bornholm willst, wenn du unterwegs malst. An erster Stelle steht mein High-End-Skizzenbuch. Das ist von der Firma Kunst und Papier. Ich zeige das mal, so sieht das aus. Kann man das sehen? Moment, ja, so Kunst und Papier. Ist ganz tolles Aquarell, ist ein ganz tolles Aquarell-Skizzenbuch, in dem ich sowohl zeichne als auch male. Also ich finde das so toll, weil es so stabil ist. Ich kann auch mal mit dem Borstenpinsel rumschrubben, kann wunderbar zeichnen, bin schwer begeistert. Und ich zeige euch jetzt gleich schon eine Sache, damit ich nicht wieder die Sachen nachher raussuchen muss. Zu dem Skizzenbuch ist wichtig, wenn ihr wollt, dass es hier so eine klare Begrenzung gibt, dieses Tesaband. Das ist rosa. Das ist so ein Band, das klebt nicht so gut, kann man also sehr gut abziehen und macht das Papier nicht kaputt. Ist total schön, wenn man so schöne Zeichnungen im Buch so schön begrenzen möchte. Ihr kennt den Spruch, Passepartout macht Kunst im Nu. Das erzeugt man damit. Ganz toll. Dann natürlich gehört dazu zum Skizzenbuch meine Federtasche. Da ist alles drin. Ein Anspitzer von Manufaktum, den finde ich total toll, kostet 25 Euro, aber kann runterfallen und geht nicht kaputt. Immer ein schwarzer Buntstift drin, der nicht wasservermalbar ist. Immer wasservermalbare Buntstifte drin, die nachher vermalt werden können, wenn ich mit Gouache drüber male. Und immer ein B-Bleistift. Und mein Lieblingswerkzeug, wo ist er? Da, mein schwarzer Kuli, mit dem man einfach schön spontan zeichnen kann. Da kann man ja weniger doll aufdrücken, dann zeichnet der heller, doller aufdrücken, zeichnet der dunkler. Mega. Da ist auf jeden Fall alles drin. Dann meine Farben. Da sind so viele Farben drin, das ist eine kleine Reiseapotheke. Da sind meine Gouache-Farben da drin, Horadam Gouache. Na, und die sind einfach super, sehr farbkräftig. Man kann wunderbar transparent arbeiten, man kann aber auch sehr gut deckend mit denen arbeiten, wenn die Töne deckend sind. Ich habe immer ein großes, sehr gutes Horadam Gouache Weiß mit dabei, weil man zum Schluss, wenn man nochmal so Lichter drauf setzt, ein gut deckendes Weiß für helle Töne gebrauchen kann. So, das ist mein Farbkästchen. Da sind die Farben drin, die ich immer benutze. Ein kaltes und ein warmes Gelb, ein kaltes und ein warmes Rot, zwei, drei Blautöne, ein Grüntön und meine drei Brauntöne. Ich erzähle schnell. Zitronengelb, Cadmium, Gelb, Mittel. Cadmiumrot, Mittel und sowas wie ein Chinacridon Violett oder ein Chinacridon Magenta, je nachdem. Oder ein Kaminrot, auch sehr schön. Gerne benutze ich auch noch Krabdunkel, so ein kleines Extra, weil das toll ist, um dunkle Töne zu mischen. Dann bei den Blautönen, total wichtig, Ultramarinblau, mein wichtigstes Blau, kriege ich jeden Urlaub jede Malreise eine Blautube alle. Eine Art Phthalo-Blau, so ein Blau, was so ein bisschen grünlich ist. Und das Preußisch-Blau, das ist mir total wichtig, weil ich damit sehr gut Schwarztöne mischen kann, besonders mit dem Krabdunkel zusammen oder mit dem Chinacridon-Violett. Bei den Brauntönen, das sind meine drei Klassiker, die ich immer benutze. Lichterocker, Sienna gebrannt und Umbra gebrannt. Der Grünton ist das Phthalo-Grün-Bläulich, PHTH geschrieben, Phthalo-Grün-Bläulich. Das ist vielleicht gar nicht so hübsch, aber großartig zum Mischen. Dann dazu meine Palette von Mielo, heißt sie, glaube ich. Jupp, so sieht es aus, Mielo. Die ist total toll, die ist schön groß und wenn man die aufklappt, kann man da die Farben einfach reintun und immer wieder neu anlösen. Das ist das Tolle an Gouache. Ne, man kann aquarellig arbeiten, man kann deckend arbeiten und immer wieder anlösen. Und wenn man fertig ist, zuklappen und durch. Super und die Größe finde ich sehr angenehm. Dann natürlich die Pinsel. Und da habe ich immer Synthetikpinsel. Ich habe Borstenpinsel gemischt. So sieht das ungefähr aus. Kleine, große Pinsel. Die Synthetikpinsel, um aquarellig ein bisschen wässrig zu arbeiten. Die Borstenpinsel, wenn es mal ein bisschen hoch hergehen soll, malerisch. Also ein bisschen mehr Strukturen gebraucht werden. Zack. Mallappen. Total wichtig, um die Pinsel auszustreichen, um mal eben was wegzuwischen. Großartig. Und dieses Wasserspray. Wenn man mal aquarellig arbeiten möchte und hat nicht genügend Wasser auf dem Blatt, tsch, tsch, einfach so und wieder das Wasser da. Zum Reinigen der Pinsel und ich benutze es gleichzeitig zum Rasieren. Ist gut, wenn man ein geringes Gepäck dabei haben möchte. Ist diese Pinselseife von Da Vinci. Die riecht sehr gut.
Und ist eine Kernseife. Die hat man halt so in dieser praktischen Box. Und die Kernseife wirkt für die Pinsel immer rückfettend. Moment, ich habe sie gerade zugeklebt. Ich kriege sie auch gerade nicht auf. Jetzt kann ich sie euch nicht zeigen. Okay, muss ich noch mal ein bisschen mit warmem Wasser nachher ran. Dann, es weht oft Wind. Und ihr habt das schon gesehen. Hier habe ich Kreppband dran kleben. Das habe ich immer dran kleben, wenn ich mal schnell was brauche. Dann habe ich hier Kreppband, um 2 oder 5 Seiten zusammenzukleben, damit sie vom Wind nicht umgeschlagen werden. Oder ihr nehmt eine Klammer mit. Dann könnt ihr immer euer Skizzenbuch schön festklammern und dann weht der Wind die Seiten nicht. Cutter habe ich immer dabei. Und als letztes mein Malhocker. Und der ist hier Walkstool. Finde ich total super. Kann man ausziehen. So ist er ja eigentlich recht klein. So ist er total groß. Und den gibt es in verschiedenen Größen. Und ich kann so hier sitzen, dass ich wirklich gerade und komfortabel und gut sitze. Das ist schön, wenn man mal stundenlang draußen sitzt und an einem Motiv malt. Großartig. So, und ich bin ja immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und da wird man denken, oh, das ganze Gepäck wie mit dem Fahrrad. Naja, die Reise heißt malerisches Skizzenbuch. Ich habe nur ein Skizzenbuch dabei. Das ist meine Satteltasche. Ich nehme aber eigentlich die kleinere. Aber ich zeige mal, wie das hier alles reinpasst. Und das Ding ist jetzt nicht schwer und vor allen Dingen, wie ihr seht, nicht wirklich voll. Das ist meine Ausrüstung, mit der ich unterwegs bin. Malgefäß hole ich mir meistens unterwegs ein Glas Oliven oder sowas, esse die auf und nutze das Glas zum Zuschrauben. Wasserflaschen und sowas kommt da auch noch mit rein.